Sensibilität, eine gewisse Sensibilität im Umgang mit Kunden zu haben. Ja? Ja, Sensibilität, wie man den Kunden betreut, weil wir, das Business ist immer von Mensch zu Mensch. Ja? Wir werden noch über Digitalisierung und Automatisierung noch reden, also Klientenbetreuung unter der Perspektive von Automatisierung. Aber trotzdem braucht es Leute, ja? Sogar noch mehr dann, um das auszugleichen. Eine gewisse Sensibilität, wie man den Kunden betreut. Ja? Und da ist der Ausgangspunkt kein schlechter, betreuen wir den Kunden so, wie du betreut werden möchtest, als erster Ausgangspunkt. Ja, ist aber nicht der letztlich Entscheidende. Der Entscheidende ist, betreue den Klienten so, wie er betreut werden möchte. Das kann oft ziemlich weit auseinandergehen. Nur ein Beispiel. Wenn trotz Qualitätsmanagementsystem und trotz Wertehaltungen und allem in der Kanzlei gesagt wird, dass man ausführlich Besprechungen macht und wie das alles gestaltet wird und in welchem Detaillierungsgrad, das kann man ja übrigens alles festlegen, ja, könnte es ja sein, dass man Klienten hat, die es eilig haben. Die vom Typ her kurz, knapp, prägnant, präzise und der richtig so, ja, da spielt es halt ab, oder? Ja, jetzt ist die Frage, wie betreue ich den? Und ich denke, ihn so zu betreuen, wie er betreut werden möchte. Dass er halt keine ausführliche Besprechung haben möchte. Der möchte es in einer halben Stunde. Wo wir vielleicht uns perfekt und umfassend vorbereitet haben, wird bei dem das total ins Leere laufen. Ja, weil der sagt, bringt es auf den Punkt. Also diese Sensibilität zu haben. Und beispielsweise halt ein vermögender Klient ganz anders betreut werden möchte, weil er halt irgendwie aufgrund seines Vermögens so, ja, ein bisschen hofiert und ja, kann genauso sein, ja. Und jetzt mag es halt für einen Mitarbeiter oder auch für einen Chef ungewöhnlich sein, ja, mit solchen Leuten zu tun zu haben. Und da geht schon mal schon der Startschuss, das zu entwickeln. Und da stellen wir schon die erste Frage, wie weit kann ich das in ein System reinbekommen? Ja? Diese Sensibilität, den Klienten so zu betreuen, wie er betreut werden möchte.